Miau, hallo zu Tomb Raider 2. Auch hier haben wir jetzt nochmal alles nachgespielt und uns alle Secrets geholt. Und es gab doch ganz gute Belohnungen dafür, sobald wir das Ritter aufgehoben hatten. Wir haben den Granatenwerfer bekommen und noch ganz gut Muni. Also Schaden tut es nicht. Genau, wir sind jetzt immer noch hier oben. Ich wollte ja das letzte Mal schon in das Fensterloch da springen. Fenster in dieses Bildloch, aber da können wir noch gar nicht hin. Wir müssen nämlich vorher erst noch die Kronleuchter, also der hängt noch zu hoch oder zu niedrig, eins von beidem. Auf jeden Fall müssen wir erstmal einen Hebel finden, um die Höhe zu ändern. Und der ist, glaube ich, da hinten. Ja, im Tomb Raider 2 erkennt man die Secrets ja wenigstens gut. Jetzt bin ich gespannt. Okay, bis hierhin. Weil es ja immer diese Drachen sind. Also da, die sieht man ja meistens auch schon und weiß, ah ja, ein Secret. Schaffe ich das? Ich speichere mal kurz. In den anderen Tomb Raidern muss man ja eher raten, ob der jeweilige Ort vielleicht ein Secret sein könnte. Oh mein Gott. Nein, nicht fallen. Nein. Ach, gerade wollte ich noch springen. Ja, das laden wir neu. Wo kommt der denn her? Sehen wir den von hier? Nee, tun wir nicht. Gut. Dann, mein Freund. Sollen wir mal den Granatwerfer ausprobieren? Just for fun. Da kommt er zu uns. Wahrscheinlich noch nicht. Jetzt komm schon. Bäm. Ja, das war doch schön. Dafür haben sich die Secrets doch gelohnt, würde ich mal behaupten. Ich höre Mäuse, aber ich sehe keine. Also ist mir egal. Aha. Wo ist jetzt der Hebel? Gute Frage, nächste Frage. Da. Wundervoll. So, und jetzt. Okay, war zu schnell, um es mit anzusehen, aber macht ja nichts. Dann laufen wir jetzt zurück. Ne, wir springen lieber von hier wieder hin. Ah ja, seht ihr? Jetzt ist der da hinten nämlich der niedrigste und jetzt kommen wir da auch hin. So, wie war das mit Anlauf, ne? Aber wenn der zu niedrig hängt, ist mir das nicht ganz geheuer. Sollen wir es lieber erstmal ohne versuchen? Ist schon weit. Wir versuchen es mal. Ja doch, seht ihr. Wunderbar. So muss das sein. So, speichern wir. Ui. Gut, dass dieses Bild nicht auf Zeit nur auf ist. Das wäre schlecht. So, jetzt lasst mich überlegen. Ich habe schon geschaut, wo wir weiter müssen. Und wenn ich mich recht entsinne, müssen wir wieder ins Wasser. Da haben wir uns zwar das Secret schon geholt, aber eigentlich würden wir uns das jetzt erst holen. Wir waren da einfach ein bisschen zu schnell. Sich überlegen. Wir müssen, glaube ich, weil hier ist ja zu. Ne, wir müssen da rein. Hm.
Mal kurz nach oben gucken. Wir haben ja irgendwo... Wir haben ja durch die ganzen Hebel dann noch einige Zugänge geöffnet. Da will ich mal schauen, wo die waren. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Wir brauchen eine Fackel. Hier haben wir auch hier unten irgendwo einen Hebel betätigt. Nur... Aha, da. So, wie sieht's denn? Hier ist noch ein Gang. Ach so, nee. Dämlich. Ach, lass mich das mal kurz nachschauen, bevor wir hier jetzt ewig suchen. Genau, hier den Drachen unten haben wir uns schon geholt. Tauchen Sie in den Raum zurück, in den Sie vor kurzem wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein gelangt sind. Ja, also wir müssen in den Raum, den wir von eben aus schon gesehen haben. Ich frage mich nur, ich speichere hier mal lieber. Durch den Schornstein. Ja, es gab ja verschiedene Möglichkeiten, hier rein zu gelangen, aber... Fackel. Jetzt müssen wir auch den Weg dahin wiederfinden. So, da waren wir eben. Hier ist nix. Hier können wir nur runter. Nein. Links geht's wieder hoch. Ich tauche mal hier weiter. Nee, hier ging's ja wieder hoch. Irgendwo muss es doch. Eieiei, das ist jetzt wieder hier sowas. Ah, Moment mal. Nee, das hier ist nur dieses Loch. Aber hier ist kein Durchgang. Aber von hier kommen wir auch nicht weiter, weil das Tor ist ja zu. Wir müssen nämlich hier rein. Was liegt da? Ach, da Bücher. Hier ist... Also wenn es jetzt nicht... Also ich glaube, hier ist zu hoch zum Hochziehen, deswegen habe ich das nicht versucht, aber ich habe recht. Aber wir versuchen es mal von woanders. Keine Ahnung. Von hier aus geht's ja nicht. Ah, doch. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Mein Kater sagt Hallo und beißt bitte nicht ins Mikro. Wie er es schon mal getan hat. Und tritt bitte auch nicht auf die Tastatur, danke. Weil wir sind hier mal von woanders, von weiter oben. Ja, wir versuchen es mal von da oben. Wir können ja mal wieder hier drauf. Da war ja so ein... Hinter dem Kamin ist doch noch so ein Schacht. Durch den sind wir auch schon mal dahin gegangen. Ich speichern. Tja. Achso, nee, Moment. Hier sind wir ja jetzt zu hoch. Da würde ich nämlich gerne hin. Verdammt, müssen wir jetzt nochmal den Hebel umlegen. Wahrscheinlich mache ich gerade voll den Quatsch, aber ich weiß einfach gerade nicht, wo ich lang muss. Na, komm schon. Hey.
Wir wollen wieder raus. Lass uns raus. Oh, ist das jetzt tief? Nein! Das wollte ich nicht. Lalala. Ach, hier. Das hat gerade alles keinen Sinn. Wir können nochmal versuchen, ob wir von hier dahin springen können. Oh, das ist so weit. Na, geht aber, glaube ich, theoretisch. Wenn wir nicht ganz so schräg springen. Ach ja. Das Level ist gar nicht mehr so lang, aber dadurch, dass ich jetzt einfach nicht weiß, wo wir lang müssen. Ja, das sieht doch schon gut aus. So, genau, hier wollte ich hin. Hoffentlich macht das Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier wollten wir hin. So, was ist das für ein Hebel? Ach, damit kann ich das hier aufmachen dann wahrscheinlich jetzt. Hätte ich das von Anfang an gemacht, hätten wir uns das schön sparen können. Ja, toll. Egal. Ja. Library Key. Ach, wie passend. Ich nehme das hier gerade am Welttag des Buches auf. Da kommt da jetzt bestimmt was. Wir nehmen mal die hier. Wie schön, dass wir in die Bibliothek gehen dürfen. Na, mit einem Schläger kann ich leben, aber das war doch bestimmt nicht der einzige. Ach, wie hier die schönen Bücher rumliegen. Ach ja, da ich nochmal alles nachgespielt habe, haben wir auch viel mehr Medipacks. Yay, yay. Da ist nix. Okay. Gibt wieder schön viele Winkel. Und Mäuse. Ich würde sagen, wir betätigen erstmal den Hebel. Was für ein komisches... Na, egal. Wo war der Hebel? Hier. Bin immer ein bisschen... angespannt, wenn ich in so einen Raum laufe. Weil ich damit rechne, dass... Oh, Medipack. Dass hinter der Ecke direkt einer hervorgeschossen kommt. So, weg mit euch. Ja. Munition. Aha. Aha. Sehr schön. Ach, hier ist doch mal hübsch. Heieiei. Wie wunderbar. Was ist das? Oh. Und jetzt? Na, ich glaube, wir bleiben erstmal noch in der Bibliothek. Ich habe das Gefühl, das geht zu schnell. So. Hier oben drauf ist nichts. Bücher, Bücher, Bücher. Können wir hier vielleicht was schieben? Nee. Das ist zu hoch für uns. Ja, aber knapp. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich hier... Ach, was!
Na, damit hätte ich nicht gerechnet. So, ihr Mäuschen. Und immer noch piepst es. Wahrscheinlich wohnen in den Büchern noch ganze Herrscharen von Mäusen. Ja, Ratten, ich weiß, es sind Ratten. Ja, ja, ja. So spannende Musik wegen dem Schießmensch, oder was? Naja. Ja, komm her. Hoppala. Da ist er schon. Gott sei Dank hat sie zuerst auf ihn gezielt, sonst hätte ich mich schon wieder erschreckt. Hat der nichts fallen lassen? Oh, ist der geizig. Ist der geizig. So, das war jetzt die Tür, gell? Genau, die ohne Schalter nebendran. Das geht nicht automatisch auf. Okay, wir wissen ja, wir können an den Regalen hochklettern. Ach, dass die nicht seitwärts laufen kann, so hier. Also ganz ehrlich, da muss man aber jetzt erstmal drauf kommen. Ich habe lange nicht mehr gespeichert, fällt mir da gerade ein. Ja, ich kletter auch immer so auf meinen Bücherregalen rum, hier nicht. Ich dachte, dafür sind die da. Was soll denn die Musik? Oh. Okay. Und jetzt? Jetzt da drauf, oder was? Ich bin verwirrt, Leute. Bringt uns das hier zu stehen. Oh, da geht's ja noch höher. Aber wo sollen wir denn von ganz da oben hin? Kann ich da drauf stehen? Ja. Dann... Ja, das hier ist doch das einzige Sinnvolle, oder? Ich traue dem Frieden hier nicht. Gehen wir mal hier rein. Wo doch bestimmt wieder jemand auf uns wartet. Ah, da ist er. Aha. Was denn das? Sieht komisch aus. Also von irgendwo brauchen wir auch noch ein Secret. Nein, ich wollte da hoch. Ah ja, oh. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die Musik in diesem Level ist total übertrieben die ganze Zeit.
So. Wo? Jetzt vielleicht hier? Genau, das habe ich ganz vergessen. Hier hatten wir ja, hatte ich mich dagegen entschieden, schon hinzugehen. Aber jetzt schauen wir mal. Oh, erstmal darunter. Nix, okay. Ja, hier das Video wird jetzt ein bisschen länger. Oh. Ach, Mäuse. Ich will nämlich das Level noch fertig machen. Es ist nämlich eigentlich gleich soweit. Oh. Oh, Detonator. Moment mal, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ich glaube nämlich, das sollte ich jetzt noch nicht tun. Ich habe gerade nochmal geguckt. Uns fehlt nämlich noch ein Drache und den holen wir uns, bevor wir hier Sachen in die Luft jagen. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Oh, das ist ja geil. Können wir hier gleich sprengen. Vielleicht da hinten. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir jetzt schon... Ja! Wenn wir jetzt schon gesprengt hätten und uns das Secret entgehen würde, das letzte. Da sieht der schön viel Muni. Das lohnt sich schon. Das ist gar nicht schlecht. Okay, jetzt. Oh, jetzt können wir... Jetzt gibt's Badaboom. Ja, das mit der Energie ist mir jetzt mal kurz... Ach nein, ich wollte sprinten, aber sie kann nicht sprinten. Sie holt nur eine Fackel. Weil in den alten Tomb Raidern hat sie immer wieder volle Energie, sobald wir ins nächste Level gehen. Detonator. Ich wollte es sehen. Oha. Oha. Wo ist er? Energie. Dann ist es mir doch nicht egal. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, da schwimmen wir jetzt mal hin. Nein. Wahrscheinlich müssen wir hier drauf. Ach, oder auch nicht. Oder wir hätten Runden... Ah, wir hätten wieder dran vor. So viel dazu. Zeit verschwenden. Ich weiß wie. Dämlich, dämlich. Können wir eigentlich jetzt hier hoch? Nö. Da ist der gute Bartolli aber auch nicht sehr vorsichtig, wenn er hier einfach so ein Sprengding stehen lässt, oder? Also, bitte. Und das mit Lady Croft im Haus. Na, weiß nicht, wir haben alle Secrets. Ich will lieber hier hin. Ich will nicht nochmal tauchen. Vielleicht auch. Moment, kurz Aussicht genießen. Ist das nicht cool? Über den Dächern von Venedig. Das sieht aus wie Levelende. Ja, wunderbar.
damit würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ihr hört wieder nicht auf aufzunehmen. Könnt ihr schon mal hier dieses gruselige Level angucken? Ich weiß nicht, warum er das in Tomb Raider 2 manchmal nicht tut. Da muss ich wieder so aus dem Spiel raus. Lalalala. Macht's gut.